So, jetzt geht's weiter hier. Einmal das wieder abschalten und hier starten. Genau, einmal Rockwood, die gute alte Forstwirtschaft hier. Springen wir gleich mal in den LKW und nein, da war er. Und zwar probieren wir das jetzt mal, ob das funktioniert. Okay, das funktioniert nicht. Verdammt. Kann ich da irgendwie hoch? Na komm. Push Object. Funktioniert doch. Nein, das ist zu viel. Achso, ja. Okay. Hallo? Da hört sich gar nichts. Okay. Rot. Zu weit weg. Da hatte ich jetzt irgendwie mehr Hoffnung in die Geschichte, aber vielleicht, ha, so geht's. Stück für Stück geht's. Ist halt doch noch Knochenarbeit hier. Knochenharter Job, dass man die Bäume hier runterbringt. Aber ist schon cool, also der Mod ist einfach klasse. Das kann man sagen, was man will. Wenn er jetzt noch schafft hier. Na komm. Komm jetzt hier. Na. Volle Kraft voraus. Okay. Geht nicht. Mist. Mist. Jetzt hängen echt die paar Baumstämme hier. Na, so geht's ganz gut eigentlich. Von der Seite. So. Ja, du rollst von selber. Und dich bringen wir jetzt auch noch runter, oder? Na? Perfekt. Sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Ich bin begeistert von diesem Mod. Einmal hier zu wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie halbwegs noch mit dem LKW hinkommen. Ups. Ach, nein, falsch. Nein, falsch. So, jetzt. So. Da rutscht schon mal mehr. Springen wir mal schnell über den Hänger. Wir sind ja sportlich agil. Ein junger Hüpfer im Forstgeschäft. So, komm. Geh runter. Komm, auf. Jetzt. Auf geht's. Runter. Na, komm. Hängt der jetzt echt fest, oder? Ach nee. Hallo, komm. Rührt euch. Geht in den Trigger. Kommt schon. Ich glaube, ich muss hier den Trigger höher setzen. Zumindest solange wir keinen. Ach, der hängt da fest, deswegen. Na, dann schieben wir mal den ganzen Haufen weiter hier. Dann sollte. Ja. Sollte doch gehen. Wäre doch gelacht, wenn das nicht funktioniert hier. Komm. Jetzt auf. Auf. Ach. Na, will er nicht. Eieiei. Wo hängt denn ihr jetzt alle? So, mal vorne noch anschieben. Jetzt hat. Ja, nachdem ich da so schön geladen habe in der letzten Folge, ist das natürlich super easy, die hier runterzubringen. Eieiei. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay, also ich glaube,
Als nächstes werden wir noch ein Frontladerfahrzeug besorgen, dass man hier irgendwie das schneller abladen kann. Oder halt einfach mal in einen anderen LKW noch investieren, der eventuell auch mal etwas moderner ist und einen Ladekran hat. Das wäre auch noch so eine Geschichte. Aber cool einfach auch mit der, dass man die Kraft quasi dosieren kann, wie stark man schieben will. Das finde ich schon echt klasse gemacht. Bin wirklich begeistert von diesem Mod. Na komm jetzt. So, wieder einer. Das ist echt mühsam. Es wird jetzt ein Part, dann, wenn ich schneide, der nur hier abladen mit Push-Object. Das ist doch auch gut. Könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen? Warum ist jetzt Stream ist offline? Hä? Warum ist so komisch? Ganz kurz mal schauen hier, warum? So, dann probieren wir es nochmal. Ja, hallo hier auf der Rockwood. Warum auch immer gerade YouTube mein Stream nicht mehr starten wollte, beziehungsweise einfach unterbrochen hat, sagen wir es so. Denn eigentlich hatte ich nicht vor, hier eine Unterbrechung reinzubringen. Aber ja, ist halt jetzt so. Kann ich leider nicht ändern. Ich habe zumindest hier mal den LKW abladen können. Das haben wir zumindest geschafft. Ja, ich habe jetzt gerade noch schnell auf Hitbox irgendwie probiert, aber dann wollte OBS auf einmal das Spiel nicht mehr aufnehmen. Also, ja, eher blöd. Gut. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier noch ein bisschen was machen. Nicht mehr allzu lang, aber ein bisschen was machen wir hier noch auf der Rockwood. Werden noch ein paar Bäumchen hier, da muss ich immer mit dem Traktor dann lang fahren und alles zusammenhäckseln. Ja, werden wir hier noch ein bisschen was tun, ein bisschen was arbeiten, aber wie gesagt, nicht mehr allzu lange, schätze ich jetzt mal. Schauen wir mal, was es so wird. Nicht daran vorbeifahren, das wäre schön. So, Hackschnitzel haben wir auf jeden Fall hier noch drinnen. Holz haben wir sowieso genügend. Das läuft. Soweit können wir uns wieder dem Bäume umsägen widmen. Und ich glaube, ich mache hier echt mal diese Einfahrtsschneise hier ein bisschen frei. Dann brauchen wir auch nicht so weit fahren. Ist optimale Lösung. Es war jetzt echt seltsam mit YouTube wie auch OBS, dass die irgendwie beide nicht mehr wollten oder nicht mehr miteinander wollten. Keine Ahnung. Es war jetzt etwas komisch. So, dann machen wir erstmal das, was wir eh vorhatten. Und zwar werden wir jetzt mal hier hinten schnell noch die paar Baumstämme hier häckseln. Das geht ja eh zack, zack. Perfekt. Vor allem auch die Stumpen hier über. Langsam reiten Kabel. Was mich ja auch wundert, dass er beim letzten Stream den Namen nicht geändert hat. Wahrscheinlich macht das jetzt wieder nicht. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder den Namen, den ich vorhin haben wollte, oder die Beschreibung vom Stream. Ist ein bisschen strange. Also YouTube
Streamen funktioniert noch nicht so ganz fehlerfrei, muss man leider sagen. So angenehm wie die Geschichte ist, aber wie gesagt, sie funktioniert leider noch nicht ganz so, wie sie eigentlich sollte. Warum ist eigentlich da jetzt immer die Kamera nach hinten gedreht? Ach so, ja. Warum wohl? Wenn wir hier so rumstehen, dann ist natürlich auch die Kamera beim Einsteigen so rum. So, fahren wir mal das Gerät Richtung Verladeplatz wieder. Bisschen umparken hier. Und dann werden wir mal da unten ein bisschen freiholzen. Doch wieder da unten. Damit wir da eben ein wenig Platz kriegen zum Hoch- und Runterfahren. Und eventuell dann auch ein neues Forstgebiet mal wieder erkunden. Mit dieser bahnbrechenden Geschwindigkeit. Es ist unglaublich, was der Meter macht hier. Schauen wir mal, wenn ich ihn jetzt noch anschalte. Ja, es ist sogar genauso schnell. Egal wie schnell wir fahren. Ich würde ja eigentlich gern mal Langholz ausprobieren. Da werde ich jetzt gleich mal schauen, was uns der LKW kostet. Nee, war er nicht. Ist der bei Forstgeräte dabei? Jo, da ist er. 22 und 6. Das probieren wir doch jetzt mal aus hier. So, und dann 12 Meter. Das möchte ich jetzt einfach ausprobieren. Schauen wir mal, was es wird. Ich habe keine Ahnung, ob es was wird. Aber spannend wird es allemal. Vor allem die 12 Meter immer händeln. Kommt mir gerade so. Warum klappst du jetzt da hoch? Komisches Ding. Komme ich da an den noch ran? Wahrscheinlich nicht. Ja, bin ich viel zu weit weg. Ja, so. Aber ich stehe noch relativ gut. So. Das ist, glaube ich, ein längerer Baum. Da passen wir mal lieber auf, dass wir nirgends hängen bleiben, nicht dass wir noch umschmeißen. Mir geht's gut, danke Seppi. Wenn mal technisch alles funktionieren würde, dann würde es mir noch besser gehen. Nicht so. Immer wieder so meine kleinen, feinen Problemchen hier hätte, wäre das echt mal ganz angenehm. So. Jetzt. Ich bin ja schwer gespannt, ob das funktioniert. Mit dem Langholz. Beziehungsweise, ob es bei mir funktioniert. So muss man ja sagen. Ja, gesehen habe ich es ja schon, dass es machbar ist. Aber, wie gesagt, shit, falsche Richtung. Nein. Okay, wird mal wieder chaotische Haufentechnik. Habe ich schon gesehen. Vor allem bauen wir uns jetzt, glaube ich, selber ein gerade. Nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Aber ja.
Ich freue mich ja, wenn man mal uns den Ponzi dann leisten können. Da freue ich mich schon richtig drauf.